Bei der Krönungszeremonie von König Charles III. Blickten Millionen Zuschauer weltweit auch auf Prinz Harry. Der Herzog von Sussex, der seit einigen Jahren immer wieder öffentlich gegen seine Familie schießt, kam ohne Ehefrau Meghan zur Krönung. Doch statt sich alleine zu verstecken, nahm Harry selbstbewusst in den Reihen seiner royalen Verwandten, darunter Mike Tyndall und Ehefrau Sarah, Platz. Das Paar saß direkt hinter dem Prinzen. Während die meisten Zuschauer dies nicht weiter auffällig fanden, äußert sich der ehemalige Rugby-Spieler nun mit überraschend kritischen Worten zum Krönungssitzplan. In der jüngsten Folge seines Podcasts The Good, The Bad and The Rugby macht der 44-Jährige seinem Ärger Luft. Er erklärt, dass sein Platz in der vierten Reihe nicht unbedingt ideal war, denn du sitzt zwar mitten im Geschehen, aber das eigentlich Historische passiert um die Ecke und du kannst nichts davon sehen. Und das, obwohl du in den vordersten Reihen sitzt. Mike meckert weiter, es war unglaublich dort zu sitzen, aber es war auch frustrierend. Auch als Mitglied der britischen Königsfamilie hat man es eben nicht immer leicht.